Hallo YouTube, seid gegrüßt, hier ist wieder euer Carsten und für das heutige Orchideenporträt habe ich eine äußerst interessante Primärhybride aus der Gattung Coelogyne für euch dabei. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an mit meiner Orchidee des Tages. Hier ist sie, Coelogyne Unchained Melody ist der Sortenname. Und wie ihr seht, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es handelt sich um eine wirklich sehr schöne Orchidee, ein sehr schönes Blütendisplay hier mal. Im Vergleich, also im Größenvergleich neben meinem Kopf. Für meine Verhältnisse eher aus der Rubrik klein, aber fein. Die Blüten sind nicht die größten, aber sie sind auch nicht super klein. Ja, ich habe mal gemessen, etwa 6 cm in der Breite und 5 cm in der Höhe. Das besonders Schöne an diesen Blüten ist ja dieser Kontrast, denn die Sepalen und Petalen sind in einem sehr weichem Creme-Weiß-Farbton gehalten und auf der Lippe haben wir dann ein Gelb-Orange, was einen sehr intensiven Kontrast zu diesem Creme-Weiß bildet. Und auf der Lippe, hier mal in der Nahaufnahme, auf der Lippe könnt ihr auch erkennen, haben wir so ausgefranste Auswüchse, fast schon wie eine Landespur für die Insekten. Und die sind auch im orangenen Farbton gehalten und dann umso tiefer man in den Schlund hineinkommt, umso oranger oder umso kontrastreicher wird es dann. Ich hoffe, die Kamera spielt mit, könnt ihr das erkennen, wie hier diese orangenen Linien bis in den Schlund hineinragen. Oh Gott, die Lippe wieder zurechtbiegen. Ganz typisch für Coelogyne ist ja auch dieses Tigermaul, ja. Also so, die Blüten wirken fast so, als ob ein Tiger quasi einen anbrüllt, ja. Und diese ausgefransten Linien könnte man auch ein bisschen als Zähne interpretieren. Also wie gesagt, sehr interessant. Wir haben es hier mit einer Primärhybride zu tun, aus zwei reinen Arten. Also Primärhybride heißt einfach nur Hybride aus zwei reinen Arten. Ja. In dem Fall haben wir Coelogyne flaccida und Coelogyne cristata zu einer Hybride vereint. Der Sortenname dieser Kreuzung ist Unchained Melody. Immer wenn ein Züchter eine neue Sorte kreiert, dann hat er natürlich auch ja, die Ehre oder das Recht, einen Sortennamen zu geben. Und hier ist der Name Unchained Melody gewählt worden. Also wir haben es hier mit einer Hybride zu tun, die sehr alt ist und auch sehr berühmt ist. Ja, ist eine sehr tolle Einsteiger-Orchidee. Also wenn ihr mit Coelogynen liebäugelt, dann kann ich euch diese Unchained Melody nur wärmstens ans Herz legen. Ja, ist eine tolle Einsteigerpflanze, relativ wüchsig, hat tolle Blüten und vor allem, da haben wir gar nicht drüber geredet, wir haben es hier mit einer sehr angenehmen Duftorchidee zu tun. Also das Parfüm ist intensiv, sehr floral, also auch ein ja, etwas süßliches Aroma, aber ist jetzt nicht übermannend. Ja, ist jetzt nicht so potent wie das Parfüm einer Stanopea, wobei das ja schon viele Leute als unangenehm empfinden, weil das ist wirklich sehr potent. Aber hier haben wir es mit einem Parfüm zu tun, was, wie ich finde, sehr gut ausbalanciert ist. Es ist definitiv intensiv, sehr angenehm, sehr floral, aber ist jetzt nicht übermannend, ja. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Diese Blüten, die leuchten richtig. Also das kommt jetzt auf der Kamera richtig schön rüber, dass diese Blüten richtig leuchten. Ja, also es ist wirklich ein schönes Pflänzchen. Wie gesagt, hat nicht die größten Blüten. Dafür haben wir aber einen Blütenstand, der alle Blüten gleichzeitig offen hält. Wir haben es hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 offenen Blüten zu tun. Ja, und wir haben es hier mit einem eher schweifenden Blütenstand zu tun. Wie gesagt, es ist eine Hybride aus Cristata und Flaccida. Flaccida ist ja eine Art, die hat sehr lange hängende Blütenstände. Ja, und Cristata ist eher eine, wo die Blüten, ja, ich sag mal so rauskommen. Ja, die hängen nicht wirklich. Haben wir es hier mit einem Zwischending jetzt zu tun. Also die Pflanze, ich würde sagen, der Blütenstand ist eher schweifend, aber hier gerade nach unten hin geht es doch relativ weit nach unten und die Pflanze hängt. Aber wie gesagt, es ist eine
Zwischenform aus Flaxida, sehr lange hängende Blütenstände und Cristata, die eher so schweift, also der Blütenstand schweift. Aber wir haben es auch mit einer erhöhten Blütenzahl zu tun durch den Flaxida-Einfluss und ja, leider kann man sagen, ja, die Flaxida hat auch ein bisschen kleinere Blüten, das drückt natürlich die Blütengröße, das heißt, die Blüten sind kleiner als bei einer Cristata, aber dafür hat man mehr Blüten, ja. Die Blütenform kommt sehr stark nach Cristata, definitiv, und dieser orange Kontrast ist meiner Meinung nach auch auf den Flaxida-Einfluss zurückzuführen. Kölogyne Flaxida ist eine Hochland-Orchidee, genau wie Cristata. Beide Arten kommen so im Himalaya-Gebiet vor, bisschen mehr östliches Himalaya-Gebiet. Das strahlt dann auch bis nach Vietnam rein. Und wir haben es hier mit Hochland-Orchideen zu tun. Die Flaxida kommt etwa 1000 bis 1800 Meter vor. Ich habe aber auch oft gelesen, dass die Pflanzen bis auf 2300 Meter emporsteigen sollen. Und bei der Kölogyne Cristata ist es sogar noch extremer. Diese Pflanzen kommen in der Regel zwischen 1500 und 2600 Meter vor. Ja? Und in diesen Höhenlagen ist es doch schon relativ kalt. Also da wird es nachts empfindlich kalt. Und deswegen sind das halt Pflanzen, beide Arten und bei der Hybride sowieso, weil es ja eine Kombination aus beiden Arten, sind es Pflanzen, die man wirklich im Garten kultivieren sollte. Weil die Pflanzen mögen sehr kühle Nachttemperaturen und natürlich auch sehr hohe Feuchtigkeitswerte. Und dementsprechend ist eine ideale Pflanze für das Sommerhalbjahr im Garten. Ihr wisst ja, ich empfehle immer, eure Pflanzen, Orchideen, aber auch Thelansien im Sommerhalbjahr im Garten zu kultivieren. Die Pflanzen profitieren davon, vor allem die Pflanzengesundheit. Und ihr werdet auch sehen, die Blühfreudigkeit profitiert auch davon, denn Pflanzen, die besonders viel Licht bekommen, blühen auch stärker. Aber hierbei haben wir es mit einer wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen extremen Hochland, aber schon deutlich im Hochland, ja, oberes Hochland. Und solche Orchideen mögen einfach einen Aufenthalt im Garten, ja. Weil, wie gesagt, es ist viel feuchter im Garten als auf der Fensterbank und es ist eben auch kühl und vor allem ist hier die kühle Nachttemperatur zu nennen. Man kann diese Pflanze dementsprechend auch relativ lange bis weit in den Oktober hinein im Garten belassen, ja, je nachdem, wie warm oder wie kalt das Jahr ausfällt bei euch. Wenn mit Bodenfrösten zu rechnen ist, dann sollte man die Pflanze natürlich reinholen. Wobei man sagen muss, dass Kölogyne Cristata am Naturstandort auch für wenige Stunden Frostgrade aushalten muss, ja, in der kalten Jahreszeit. Das sind dann vielleicht mal 2-3 Grad minus, die Pflanze für wenige Stunden aushalten muss. Natürlich würde ich nicht empfehlen, die Pflanze jetzt absichtlich Frost auszusetzen im Garten, ja, nach dem Motto, ja, in der Natur muss ich es doch auch aushalten, ist ja gut, wenn ich das mache. Also man sollte das natürlich vermeiden, aber man sollte auch im Hinterkopf haben, dass man es nicht die Pflanze nicht verhätscheln muss. Also man muss jetzt nicht Angst haben, wenn die Temperaturen auf 10 Grad runterpurzeln, also 10 Grad plus wohlgemerkt, dass die Pflanze dann Schaden nimmt. Ja, definitiv nicht. Die Pflanzen sind es gewohnt, in der Natur auch mal für kurze Zeit Frost gerade zu ertragen. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn auch mal die Temperaturen auf 5 Grad im Garten runterpurzeln, dann ist die Pflanze davon nicht jetzt negativ in Mitleidenschaft gezogen. Das ist gar kein Problem. Aber wenn ihr dann merkt, jetzt kippt das Wetter und wir gehen jetzt in den Winter über und jetzt wird es wirklich dauerhaft kalt und wir haben mit wirklich Bodenfrösten zu tun, dann muss die Pflanze definitiv ins Gewächshaus, in den Wintergarten oder halt auf die Fensterbank, ja, vielleicht ein kühler Flur, das wäre ideal, weil diese Pflanzen sollte man wirklich kühl überwintern, ja, also die, sowohl die Flaxida als auch die Cristata und somit natürlich auch die Hybride aus den beiden Arten kann man gut und gern bei 10 bis 15 Grad überwintern an einem hellen Fenster, wie gesagt, heller Stand wirkt sich positiv auf die Blütenbildung aus, dementsprechend empfehle ich natürlich, die Pflanzen möglichst kühl und hell zu überwintern. Ja? Ihr müsst die Pflanzen im Winter
nicht so trocken halten wie Cattleyas. Ja, also das sind Pflanzen, die kommen aus sehr feuchten Gebieten und natürlich auch die extreme Höhenlage sorgt natürlich auch immer für extra Feuchtigkeit am Naturstandort. Das heißt, wir haben jetzt hier mit Pflanzen zu tun, generell Kyrolea, also die ganze Gattung Kyrolea. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, ausnahmestätigen Regeln, aber alle Kyrolea-Pflanzen, die ich habe, die gieße ich relativ oft. Ja. Also ich versuche 2 bis 3 Mal die Woche zu gießen und zwar durchdringend. Manchmal mache ich es dann so, dass ich die Kölogyne zuerst gieße, dann meine ganzen Cattleyas und dann am Ende nochmal einen Schwapp drüber auf die Kölogynen, dass sie halt quasi eine halbe Stunde, dass schon mal sich ein bisschen das Substrat schon mal, ich sag mal, ansaugen kann oder vollsaugen kann. Und dann kriegen sie nochmal einen extra Schuss Wasser nach einer halben Stunde drauf, weil die mögen es wirklich feucht. Das heißt aber nicht, dass sie es permanent feucht mögen. Ja? Hier mein Substrat ist relativ grob, wie ich euch mal hier zeigen kann. Ist natürlich nicht so grob wie mein Cattleya-Substrat. Ihr könnt ja hier sehen, ich habe meine Cattleya-Mischung, aber ein bisschen feiner. Ich habe Borke und Steine drin, aber ich habe auch Bims. Hier Bimssteinchen drin, einfach um das Porenvolumen noch etwas runter zu brechen, weil diese Pflanzen saufen, ja, also die wollen wirklich Wasser. Wenn ihr die Pflanzen an einem sehr trockenen, sehr sonnigen Standort haltet, dann solltet ihr vielleicht auch mehr als nur 2 oder 3 Mal die Woche gießen. Das müsst ihr halt sehen. Es kommt natürlich darauf an, was für eine Topfgröße habt ihr. Ja, umso größer der Topf, umso mehr Feuchtigkeit kann er speichern. Und dementsprechend müsst ihr da vielleicht nicht ganz so oft gießen. Wenn ihr die Pflanzen in sehr kleinen Töpfen kultiviert, was ja generell bei Orchideen zu empfehlen ist, damit einfach Staunässe vermieden wird, dann müsst ihr sehr oft gießen. Denn Kylogyne, wie alle anderen Orchideen, epiphytischen Aufsitzorchideen, mögen keine Staunässe, aber sie lieben Wasser. Ich weiß nicht, ob das einleuchtet, ja, das ist vielleicht für den interessierten Orchideeneinsteiger vielleicht anfangs ein bisschen schwierig zu verstehen. Ja, was ist denn nun Staunässe? Was ist denn nun Feuchtigkeit? Die Pflanzen lieben Feuchtigkeit. Sie lieben ausgiebige Regengüsse, ja. Oder beziehungsweise in Kultur simulieren wir das ja durch eine quasi Wassergabe, ja, so durch, mit der Gießkanne. Die lieben Feuchtigkeit, aber sie lieben es eben nicht, wenn wenn eine Staunässe vorherrscht, ja, und das passiert natürlich vor allem, wenn man sehr feines Substrat hat und wenn das Substrat nicht schnell genug abtrocknen kann, ja. Generell kann man ja sagen, epiphytische Orchideen sollten, wenn sie gegossen werden, sehr durchdringend, sehr üppig gegossen werden und dann sollte man sie auch wieder abtrocknen lassen. Natürlich sollte man eine Kylogyne nicht so stark abtrocknen lassen wie eine Cattleya. Das sieht man ja auch schon an den Wurzeln. Die Wurzeln der Kylogyne sind auch ein bisschen pelziger, sind ganz anders auch von der Form her als eine Cattleya-Wurzel. Also man merkt, die Pflanzen möchten mehr Feuchtigkeit. Also die Wurzeln der Kylogyne, die ähneln eigentlich mehr den Frauenschuh-Orchideen-Wurzeln. Und das deutet halt darauf hin, dass diese Pflanzen halt sehr viel Feuchtigkeit wollen. Ja? Sie wollen Wasser haben, aber sie wollen zwischendurch austrocknen. Deswegen solltet ihr halt ein Substrat verwenden, was relativ grob ist, aber jetzt schon feiner als das Substrat einer Cattleya-Orchidee. Ja? Hier mal zum Vergleich habe ich jetzt hier eine Cattleya und da könnt ihr sehen, das ist schon etwas gröber, das Substrat. Ich halte mal hier daneben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Blütenstand. Hat nicht geklappt, okay, der Blütenstand war im Weg. Also ein bisschen feiner. Und das sind diese kleinen Bims-Steinchen, die halt das Porenvolumen so weit runterbremsen, dass der Topf im Gegensatz zu der Cattleya, die ich euch gerade gezeigt habe, wahrscheinlich einen Tag länger feucht bleibt, ja. Was können wir noch sagen zu Kylogyne? Es sind natürlich auch lichthungrige Pflanzen, nicht ganz so lichthungrig wie Cattleya. Ich habe meine Kylogyne alle da an der Wand stehen. Da kriegen sie etwa 2 bis 3 Stunden eher Schatten als meine Cattleyas, die ich hier in der Mitte des Orchidarios stehen habe. Die Sonne, müsst ihr euch vorstellen, geht so übers Orchidario rüber und hier steht die Sonne am längsten. Und da geht sie halt durch die Wand, kommt halt eher Schatten hin und das ist etwa so, ja, je nach Jahreszeit etwa 2 bis 3 Stunden weniger direkte Sonne. Natürlich ist generell hier sehr hell. Die Pflanzen kriegen direkte Sonne durch mein Schattierlein, 50% natürlich gefiltert. Aber sie kriegen, ich sage jetzt mal,
von morgens um 8 bis etwa 2 Uhr 30 nachmittags kriegen die Pflanzen halt dieses direkte Sonnenlicht, natürlich gefiltert durch mein Schattierlein. Aber die Kataleien haben etwa 2 bis 3 Stunden mehr. Und das scheint auszureichen. Die Pflanzen entwickeln sich prächtig. Die Blattfarbe ist ziemlich gut, ist nicht zu dunkel. Ja. Ihr wisst ja, bei Orchideen ist es so, da kann man an der Blattfarbe ablesen, ob eure Pflanze ausreichend ausgesonnt ist. Ja. Wenn der Farbton Richtung Gelb geht, dann ist es zu viel. Ja. Also habt ihr die Pflanzen übersonnt. Wenn der Farbton dunkelgrün ist, dann ist es zu wenig Licht. Ja. Also die Pflanzen stehen zu schattig. Und wenn der Farbton so ein, wie hier halt, so ein helles, so ein schönes, helles, sanftes Grün hat, dann habt ihr eigentlich die perfekte Aussonnung. Meine Cattleyas, die werden noch ein bisschen gelber, weil die halt kriegen auch mehr Licht. Hier mal zum Vergleich, hier eine typische Cattleya. Ich komme mal dran. Ich hoffe, ich komme ran. Also, wobei es eine Laelia purpurata, aber die werden ja ähnlich gehalten. Und hier seht ihr, die ist ein bisschen heller vom Farbton, weil sie halt auch mehr Sonne bekommt. Und das ist so ein idealer Farbton für eine Laelia oder Cattleya Orchidee. Ich stelle sie mal jetzt runter. Und die Kölogyne sollte schon ein bisschen dunkler sein, weil sie halt auch ein bisschen mehr Schatten bekommen. Aber es ist auch eine relativ helle Blattfarbe. Es gibt auch Pflanzen, die sind richtig dunkelgrün, fast schon bläulichgrün. Das sind Pflanzen, die in der Regel sehr dunkel stehen. Die meisten Leute machen ja den Fehler, dass Orchideen viel zu dunkel gehalten werden. Man denkt dann halt so, okay, die wachsen im Regenwald, da ist es dunkel, die wachsen dann unten in den untersten Schichten und da das Blätterdach des Urwaldes und da ist es dunkel, aber dem ist nicht so. Orchideen wachsen oftmals relativ weit oben und vor allem wachsen sie gerne auch in sehr lichten Wäldern. Das heißt, Orchideen sind eigentlich, genau wie Tillandsien auch, eigentlich daran angepasst, relativ viel Licht zu bekommen. Viele Arten bekommen auch direktes Sonnenlicht über mehrere Stunden. Je nachdem, ob es Lithophyten sind oder halt Epiphyten. Ja, der epiphytische Standort ist ein bisschen schattiger, weil da auch mehr das Laubdach der Bäume auch ein bisschen schattiert. Lithophyten sind tendenziell der Sonne mehr ausgesetzt. Aber wie gesagt, das sind auch bloß alles so Faustregeln. Das ist nicht immer so, aber meistens. Dementsprechend kann man sagen, es sind Pflanzen, die wollen relativ viel Licht haben, aber nicht ganz so viel Licht wie Cattleyas. Das Thema Wasser haben wir angesprochen. Wasser, 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 das lieben sie, aber bitte keine Staunässe. Ja? Dementsprechend sollt ihr ein schönes, grobes, strukturstabiles Substrat haben, was das Wasser schön auch ablaufen kann, weil zwischen den Gießgängen sollte es auch einer Kölogyne-Orchidee, also der Wurzeln einer Kölogyne-Orchidee, gewährt sein, abzutrocknen. Nicht knochentrocken, das Substrat könnt ihr wieder gießen, wenn es mäßig feucht ist. Ja? Dann könnt ihr wieder gießen. Wichtig ist, gerade in der Trockenzeit, dass ihr die Pflanzen auch ein bisschen trockener fahrt. Ja? Die Trockenzeit liegt in den Wintermonaten. Das wirkt sich A positiv auf die Blütenbildung aus und B sorgt es auch dafür, dass bei den kühlen Temperaturen die Pflanzen im Winter nicht ganz so nass stehen. Das kann nämlich zu Fäulnis führen. Ja? Also im Winter sollte man die Pflanzen auch ein bisschen trockener halten, aber wie gesagt, bei weitem nicht so trocken wie eine Cattleya im Winter. Denn das sind Pflanzen, die wollen das ganze Jahr über relativ feucht stehen. Und in der Wachstumsphase, also im Sommer, bietet es sich an, diese Pflanzen im Garten zu kultivieren. Dann könnt ihr auch richtig schön mit dem Gartenschlauch draufhalten und könnt die Pflanzen richtig nass plätschern. Und durch die Windbewegung und durch das erhöhte Lichtangebot trocknen die Pflanzen dann auch wieder schneller ab. Und das ist eigentlich ideal. Für Kölogyne gilt das halt ganz besonders, diese Empfehlung, die Pflanzen im Sommerhalbjahr im Garten zu kultivieren, weil sie halt so feuchtigkeitsliebende Hochlandorchideen sind. Und wie gesagt, im Winterhalbjahr, ich meine natürlich, wenn es dann Richtung Winter geht, also Ende Oktober, kann man die Pflanzen noch relativ lange im Garten behalten, weil sie halt auch wirklich bis 5 Grad, bis fast an den 0 Grad aushalten. Das würde ich den Pflanzen zwar nicht unbedingt zumuten wollen, aber so, ich sag mal so, ab 5 Grad wird es kriminell, wenn eure Temperaturen dauerhaft bei 5 Grad im Herbst sind, dann solltet ihr die Pflanzen ins Winterquartier holen und dann ist die Sache eigentlich geregelt. Und hier nochmal vielleicht ein paar Nahaufnahmen. Jetzt wird das Lichtangebot schon deutlich weniger, also die Kamera tut sich schwierig.
Ich finde es toll, wie diese Blüten ja fast schon leuchten jetzt hier in dem Abendlicht. Ganz toll. Und dieser Duft ist wirklich eine Sache, die das ganze Display abrundet. Ja, so eine wirklich tolle Einsteigerpflanze. Wie gesagt, wenn ihr mit der Gattung Kölogyne liebäugelt, dann versucht es doch mit der Unchained Melody, eine wirklich tolle Primärhybride. Wüchsig, sehr schön anzusehen. Wenn ihr die Pflanzen bei größeren Exemplaren, können die auch ruhig noch ein, zwei Blüten mehr bekommen. Wie gesagt, ich habe meine Pflanze erst vor wenigen Monaten geteilt. Das mögen sie immer nicht so sehr. Deswegen ist die Blüte dieses Mal ein bisschen mickriger ausgefallen. Dennoch muss ich sagen, hat sie mich überrascht mit diesem wunderschönen Blütendisplay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Carsten.